Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Zertifikate aktuell. Zuletzt haben wir ziemliche Schwankungen gesehen an den Märkten. Da sehnt sich der eine oder andere vielleicht nach einer gewissen Orientierung, nach Möglichkeiten, sich eben tatsächlich in diesem ganzen Wirrwarr so ein bisschen Orientierung, vielleicht einen Kompass zu verschaffen. Und genau darüber rede ich jetzt mit Christian Köker von der HSBC, den ich jetzt erstmal ganz herzlich an der Börse begrüße. Vielen Dank, Frau Grebe. Ich habe es gerade gesagt, so ein bisschen Orientierung, ein bisschen Kompass wäre schön. Jetzt gibt es von HSBC den Trendkompass. Ich habe jetzt hier erstmal eine der ersten Seiten quasi schon mal angeklickt, denn tatsächlich Trend, also sprich, kann ich in jedem Markt einfach ganz klar sagen, ich werfe so meine Netze aus und filtere die Aktien raus, die jetzt einen klaren Trend haben, also so, sei es jetzt ein Aufwärts- oder ein Abwärtstrend? Also wenn ich ein Anleger bin, dann muss ich natürlich sagen, habe ich immer den Wunsch, Wertpapiere zu identifizieren, die ich kaufe und die ich dann ganz lange besitze, wo ich einen ganz langen positiven Trend habe. Also ich habe natürlich immer die Suche danach, eine Aktie zu finden, mit der ich lange, lange mich wohlfühle. Und was lange ist, ist letztendlich auch davon abhängig, was für einen Anlagehorizont ich habe. Ja? Wenn ich natürlich ein sehr, sehr langfristiger orientierter Anleger bin, dann schmerzt es mich nicht so sehr, wenn eine Aktie vielleicht mal ein Jahr schlecht läuft oder vielleicht auch mal ein Quartal irgendwie schwache Zahlen hat. Wenn ich aber natürlich taktischer oder kurzfristiger orientiert bin, dann interessieren mich natürlich auch Trends, aber dann sind die Fenster, in denen ich mir diese Trends angucke, natürlich viel kleiner und kürzer. Und das haben wir hier mal auch versucht mit dieser Grafik so darzustellen, dass es eben natürlich Primärtrends gibt, die über viele, viele Jahre idealerweise ihre Bedeutung und Relevanz haben. Das heißt natürlich, dass trotzdem auch mal zwischendurch es solche Abwärtstrends geben kann. Und da muss man dann eben schauen, welche Zeitachse betrachte ich. Wir sprechen da von primären Trend, von sekundären Trends, von tertiären Trends. Also umso größer die Zahl wird, kleiner wird im Grunde genommen auch der Betrachtungszeitraum, den ich habe. Und ich muss mir natürlich als Anleger fragen, wie langfristig bin ich engagiert, wie lange möchte ich engagiert sein und dementsprechend dann auch die Taktung, mit der ich mich mit der Thematik beschäftige, Investments auswähle, anpassen. Wer langfristig investiert ist, der muss es vielleicht alle ein paar Monate sich nochmal anschauen. Wer kurz- bis mittelfristig ist, der vielleicht eher alle paar Wochen oder alle paar Monate. Jetzt beim Trendkompass, also jetzt haben wir gesehen, es gibt drei verschiedene Arten von Trends. Aber wie filtere ich jetzt quasi aus diesem ganzen Wust an Aktien die raus, bei denen ich einen klaren Trend erkennen kann? Also die Frage, wenn ich mir so einen Chart angucke, was ist ein Trend, ist eigentlich immer relativ klar, weil dann sehe ich, da geht irgendwas nach oben oder langfristig nach unten, dann habe ich irgendwie einen Trend zu sehen. Aber tatsächlich kann man es auch relativ einfach machen, indem man es mathematisch macht, indem ich mir anschaue, wo steht der Kurs eigentlich heute und wo stand er vor einigen Wochen oder wie stand er im Vergleich heute zu den letzten Wochen. Und diese Zahlen, die ich da ausrechne, die geben mir dann im Grunde genommen an, bin ich größer 1, habe ich einen positiven Trend. Bin ich kleiner 1, habe ich einen negativen Trend. Aber es mag ja durchaus hier Phasen geben, wo man eben sieht, naja, da weiß ich vielleicht gerade gar nicht hier in diesem Bereich, habe ich da jetzt einen, bin ich dann noch im Aufwärtstrend oder kippt das jetzt schon in einen Abwärtstrend ab? Und da reicht vielleicht dann nicht immer nur der Blick auf den Chart, sondern durchaus der Blick mal auf eine Kennzahl, weil in einer Zahl dann einfach eine Information ganz klar verdichtet ist, drüber oder drunter, Aufwärts- oder Abwärtstrend. Und damit identifiziere ich dann eben diese Aktien und das tun Sie quasi im HSBC-Trendkompass, diese Aktien. Genau, wir versuchen da anhand von zwei technischen Kriterien, das sind namentlich das Momentum, das ist eine eher kurzfristige Betrachtung, und der relativen Stärke, das ist eher eine mittel- bis langfristige Betrachtung. Diese beiden Kennzahlen versuchen wir grafisch aufzuarbeiten, damit man es eben nicht nur anhand von Zahlen sehen kann, sondern dass man auf einen Blick gleich für ganz viele Aktien erkennen kann, wie stark ist denn das Momentum kurzfristig, wie stark ist die relative Stärke mittel- bis langfristig für eine Aktie. Und dann kombiniert man das Ganze und dann kann man eben anhand eines Bildes sehen, oh, wo liegt denn eine Aktie? Ist die gerade im guten Trend oder ist die gerade in einem schlechten Trend? Jetzt ist aber trotzdem die Frage, wenn ich jetzt diesen Trend identifiziert habe, also angenommen, die Aktie XY ist jetzt gerade in einem Aufwärtstrend, ist das dann also quasi die reine Lehre der Charttechnik im Sinne von, dann dürfte der auch noch ein Weilchen halten oder kann ich sagen, gut, sie ist jetzt gerade in dem Trend, aber so springe ich dann auf den Zug drauf oder was habe ich quasi davon? Ja, also das ist natürlich so gesehen die vorsichtige Strategie. Wir haben ja an der Börse nicht umsonst die alte Börsenfloskel, the trend is your friend, das heißt, wenn wir uns auch mal einfach überlegen, welche Aktien kennen wir gerade, die positiv laufen, dann denken wir beispielsweise an die amerikanischen Tech-Werte, weil die eben schon sehr, sehr lange gut laufen. Die haben offensichtlich also einen klaren Trend. Und im Grunde befeuert sich das auch ein bisschen gegenseitig, weil es gibt Anleger, die erkennen das, da beginnt was zu laufen, steigen auf, dadurch nährt sich dann auch wieder die Hosse durch neue Käufe. Und so entstehen eigentlich dann auch in der Regel Trends. Und deswegen ist es vergleichsweise leicht, erstmal einen Trend
zu folgen, eine Aktie zu kaufen, die sich in einem Trend befindet und so lange zu halten, bis dieser Trend bricht, als eine Aktie zu identifizieren, die gerade auf und ab taumelt oder vielleicht sogar stark fällt und zu sagen, das ist jetzt genau der Punkt, in dem die ihren Turnaround haben wird. Das ist natürlich relativ schwierig und deswegen ist es einfacher, auf Aktien zu setzen, die einen, ich sag mal, intakten Trend nach oben haben. Jetzt gucken wir uns mal konkreter ein paar Werte an, die jetzt hier quasi einsortiert sind. Ich meine, grün sieht ja schon mal gut aus, zum Beispiel bei der Adidas-Aktie. Wenn ich jetzt hier nach ganz hinten in den roten Bereich gucke, sehe ich da Conti. Ist das dann quasi jetzt wie so beim Backrezept, dass ich sage, gut, entweder Finger davon oder hier dann in dem Bereich Short gehen und da dann eher was für die Long-Position, oder wie muss ich das sehen? Ja, also das ist schon sehr, sehr gut in die Richtung, ist es schon sehr, sehr gut beschrieben. Vielleicht muss man den Zuschauern auch nochmal genau erklären, wie sich diese beiden Kennzahlen, die ich eben erwähnt habe, hier abbilden. Also wir haben hier auf der linken Achse haben wir im Grunde genommen das Momentum. Das heißt, ich sehe Aktien, die hier oben oberhalb dieser Linie sind, die haben momentan ein positives Momentum. Das heißt, deren Aktienkurs, der Wochenschlusskurs der letzten Woche, liegt über dem Wochenschlusskurs vor 4 Wochen. Das heißt, so kurzfristige Betrachtung, ist die Aktie besser gelaufen in den letzten 4 Wochen oder schlechter? Und dann sehe ich eben, wenn sie besser gelaufen ist, ist sie eben oben drüber. Und dann habe ich hier unten nochmal die relative Stärke. Die sagt mir eben, wie ist der aktuelle Wochenschlusskurs im Verhältnis zum Durchschnitt der Wochenschlusskurse der letzten 27 Wochen. Das ist so eine Durchschnittsbetrachtung, die eben so ganz kurzfristige, ich sag mal, Ausreißer nach oben oder unten vergessen lässt. Und wenn ich also Titel habe, die dann auf der rechten Seite sind, dann sehe ich eben auch, dass die relativ stark sind. Das heißt, die haben über den letzten, ich sag mal, salopp über das letzte halbe Jahr gut performt und sind stark gelaufen. Und bei den Titeln, bei denen beides zusammenkommt, kurzfristig intakt, mittel- bis langfristig intakt, die finde ich eben hier oben in dem grünen Feld. Und das ist eben das, was wir eben besprochen haben, das Feld, wo ich sage, das ist relativ leicht vergleichsweise da auf das fahrende, auf das Laufen, gut laufende Pferd, auf den fahrenden Zug aufzuspringen. Während hier unten im roten Bereich, das haben wir schon richtig angedeutet, da muss ich natürlich mit Vorsicht mir die ganze Sache anschauen. Die sind gerade kurzfristig, aber auch möglicherweise mittel- bis langfristig sehr, sehr stark unter Druck gekommen, die Aktien. Das wäre jetzt das fallende Messer für eine Long-Investition. Aber das kann natürlich auch genau der Hinweis sein, zu sagen, wenn ich mal auf fallende Kurse setzen möchte, dann schaue ich mir mal die Titel aus diesem Bereich an, denn da geht es offensichtlich gerade seit längerem nach unten. Also das wäre jetzt eine Möglichkeit zu sagen, okay, die gucke ich mir dann an oder da will ich auf fallende Kurse setzen. Jetzt ist dann natürlich, wir werden jetzt quasi immer konkreter. So, jetzt haben wir geguckt, wie identifiziere ich den Trend? Wie sieht das Ganze aus? Also welche Aktien landen dann jetzt eben in diesem quasi Fadenkreuz? Und jetzt wäre dann die Frage, okay, heißt das dann eben, da dann Short gehen, wenn welche Produkte eignen sich da, welche Möglichkeiten gibt es hier? Ja, also ich kann natürlich, wenn ich hier oben in dem grünen Bereich bin, einfach die Aktie kaufen und sagen, die gucke ich mir jetzt an, wie gut die läuft. Und da hilft der Trendkompass im Grunde genommen auch, weil der wird jede Woche aktualisiert. Das heißt, ich sehe dann wieder nächste Woche, wie bewegen sich diese Punkte im Grunde genommen auch in diesem Fadenkreuz. Ja, das wird jede Woche aktualisiert und ich sehe dann eben auch auf der Homepage von hsbc-zertifikate.de, wie sich diese Punkte bewegen. Das heißt, ich kann eben auch sehen, sind die da jetzt gerade reingeschossen oder sind die vielleicht schon länger da oben? Und wenn ich jetzt hier oben drin bin, dann würde natürlich, sage ich mal, ein klassisches Aktieninvestment sich anbieten. Es würde sich aber auch anbieten, ein trendfolgendes Zertifikat zu nutzen. Da kommen dann natürlich klassischerweise die Hebelprodukte ins Blickfeld, mit denen ich steigende Kurse überproportional nutzen kann. Wohlgemerkt, das kann auch in die andere Richtung laufen. Und die Papiere hier unten, ja, die würden sich tatsächlich für eine Short-Position anbieten, zum Beispiel mit einem Put, ja, mit einem Open-End-Turbo-Optionsschein-Put. Aber man kann das auch ein bisschen anders sehen und sagen, naja, die Titel, die jetzt hier gerade unten links drin sind, die sind stark gefallen, die sind also in der Regel volatiler gewesen. Und das ist oft auch ein Indiz dafür, dass Anlagezertifikate, die Discount-Zertifikate, Bonus-Zertifikate auf diese Titel gerade attraktive Konditionen haben. Also, liebe Anleger, schaut euch doch mal, wenn ihr die Aktien grundsätzlich gut findet, die Konditionen von solchen Anlagezertifikaten auf die Titel an. Die könnten vielleicht gerade besonders interessant sein. Aber wenn ich Produkte mir natürlich drauf anschaue, muss ich auch immer die Risiken im Auge behalten. Ja, da habe ich es natürlich bei Zertifikaten immer mit einem Emittentenrisiko zu tun. Das heißt, sowohl Optionsscheine als auch die von mir genannten Zertifikate unterliegen immer einem Emittentenausfallrisiko. Und klar ist natürlich, gerade wenn ich jetzt Hebelprodukte einsetze, ob Short, ob Long, ich habe überproportionale Chancen, ich habe überproportionale Risiken bis hin zum Totalverlustrisiko. Da kann der Trendkompass helfen, einen guten Basiswert zu finden. Aber er kann leider nicht davor helfen, dass solche Risiken gar nicht mehr immanent sind. Aber auf jeden Fall interessante Möglichkeit, um hier mal diese Kandidaten hier zum Beispiel rauszufiltern. Richtig. Herr Krücker, vielen herzlichen Dank fürs Interview. Gerne.
liebe Zuschauer. Soweit der Blick auf den HSBC Trendkompass und eben diese Möglichkeiten, hier solche Trends zu erkennen. Und wir haben auch gerade gehört, was man mit diesem Wissen dann zum Beispiel anfangen kann. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss.